Ja, recht herzlichen Dank dafür. Und ursprünglich wusste ich gar nicht, wie diese Ehre komme, in so einem Fachpublikum vorzutragen. Vielleicht ein paar einleitende Bemerkungen. Wer kennt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik? Das heißt, die ENISA macht das, was das BSI in Deutschland macht, auf europäischer Ebene, in den Bereichen allgemeiner IT-Sicherheit. Also wenn wir das BSI kennen, das macht ja sowas wie IT-Grundschutz, Beratung, das CERT. Das BSI macht aber auch Kryptographie und Zertifizierung. Also diese Dinge, Kryptographie, Hard-Software-Entwicklung und Zertifizierung machen wir nicht, aber die anderen Dinge machen wir auf europäischer Ebene. Die zweite Bemerkung ist, wenn Sie Deutschland den Föderalismus anschauen, hat fast jedes Bundesland eine Bundesbehörde. Kraftfahrtbundesamt ist in Flensburg zum Beispiel. In Europa ist das genauso. Jedes Mitgliedsland möchte eine Behörde haben. Deswegen hat Griechenland die ENISA bekommen. Die Lebensmittelbehörde ist in Parma und die Flugsicherungsbehörde ist in Köln. Also insofern gibt das eine Idee. Ein anderer Punkt ist, ich habe mit der IT, damals noch Datenverarbeitung, Ende der 70er im Studium angefangen und habe aufgehört, Software zu entwickeln, als die objektorientierte Programmierung begann. Man könnte rückblickend sagen, das war mir zu schwer, dann habe ich gesagt, ich werde Manager. Wir haben bei uns unsere ENISA-Webseite, wenn Sie also auf www.enisa-europa.eu gehen, die wird gehostet heute von einem Provider in Rumänien, also schön europäisch, und die ist in Plon entwickelt worden. Und das heißt, solange sie nicht gehackt wird, ist Plon sicher, ja, sage ich mal so an. Also wenn wir über IT-Sicherheit reden, dann ist das natürlich ein spezieller Aspekt. Insofern möchte ich mit meinem Vortrag Ihnen ein wenig die europäische Perspektive nahebringen, das, was wir tun, ein wenig erklären, warum wir IT-Sicherheit betreiben. Wenn am Schluss dann noch Fragen und Diskussion ist, gerne. Noch was ganz Praktisches. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, Herakt und Athen München geflogen, hingekommen und bin auf der Durchreise in die USA zur RSA-Konferenz. Kennt ihr jemand? Das ist die Sicherheitskonferenz im IT-Bereich, die nächste Woche dort stattfindet. Und insofern vielleicht auch ein paar Dinge aus dem Sicherheitsbereich, aus der Perspektive. Die Folien werden verteilt. Insofern am Ende werde ich auch nochmal sagen, was ihr davon haben könnt, weil das Tolle ist immer, wenn Sie nach einer Konferenz nach Hause nutzen, dann ist das immer erfolgreich gewesen. Meine Folien sind immer in Englisch. Das sind dann Multipurpose-Folien, die kann ich überall benutzen. In Deutschland mache ich meine Vorträge natürlich auf Deutsch. Wenn wir uns das anschauen, dann ist das, worüber wir heute reden, ja noch gar nicht so alt. Wenn Sie 15 Jahre zurückdenken, begann das ja erstmal so ganz zart. Ich erinnere mich, als ich in der Versicherungsbranche so vor 13 Jahren darüber diskutiert habe, war damals, da war ich Chief Information Officer, mein Vorstand mich gefragt, wofür brauchen wir Webseite, wofür brauchen wir E-Mail-Adressen? Das ist 13 Jahre her, ja. Also insofern ist das etwas, was wir nicht vergessen sollen, dass es jung ist. Wir haben etwas in der Entwicklung, das kennen Sie an des Social Networks Cloud Computing. Was ich mit dieser Folie ausdrücken möchte, ist, dass wir uns damit beschäftigen und fragen, was bedeutet das, wenn neue Technologien kommen, welche Risiken sind damit verbunden? Und wenn Sie dann zum Beispiel sehen, hier ist es so, dass die Europäische Union bis zum Jahre 2020 das Ziel hat, Every European Digital. Das ist ein politisches Ziel der Europäischen Kommission. Das heißt am Ende, Breitband, Mobilkommunikation von der Zugspitze bis zum Urlaubsort auf Kreta. Schauen wir, wie weit wir das schaffen. Das Tragische ist, dass der Mensch sich nicht verbessert. Das heißt, was wir einfach sehen, die letzten 5 Jahre ganz sicher, ist, dass Kriminalität ins Internet geht und das, was wir im klassischen Bereich haben als Kriminalität, organisierte Kriminalität im Internet ist. Und wenn Sie das heute sehen, ist das kein Unterschied, ob jemand früher eine Bank überfallen hat. Heute nennen wir das Phishing. Das gleiche Prinzip, wie bekomme ich das Geld anderer Leute? Es hat nur für uns persönlich einen wahnsinnigen Unterschied. Wenn die Bank überfallen wurde, war mein Konto abgedeckt durch die Versicherung. Beim Phishing muss ich auf die Kulanz hoffen und mein Geld ist erstmal weg.
Was wir gesehen haben 2010 war Stuxnet, der Angriff dediziert auf die iranischen Atomanlagen, um die Zentrifugen da zu zerstören. Es gibt viele Gerüchte, ob das politisch Nachrichtendienste oder sonst was waren. Das Problem ist, glaube ich, in der IT-Sicherheitsbranche wusste jeder, dass das möglich ist. So wusste nur keiner, wann das jemand mit so viel Aufwand macht und wirklich dann tut. Und die Frage ist natürlich, wenn wir heute alle darüber reden und sagen, wir haben Cloud-Services, dann wird überall Cloud-Services dran gelabelt. Was früher E-Mail-Services waren, sind heute auch Cloud-Services. Und anderes, wenn Sie heute gucken, wie die Firmen IBM, Microsoft, Intel, hat McAfee gekauft, alle machen IT-Sicherheit und Cloud-Computing. Also ist nur die Frage, wann kommen da Attacks? Das, was hier noch nicht drauf ist, ist relativ aktuell, wenn Sie darüber nachdenken, Energiewende, Smart Grids, Stromzähler in den Häusern, die sind analog, die sollen digital werden, um dann unser Stromnetz intelligent steuern zu können. So, das Problem ist da ganz einfach, alle die heute Stromzähler bauen, machen das analog und haben keine Ahnung von IT. Also wenn die nun digitale Stromzähler verkaufen, ist gar nicht zu erwarten, dass die IT-Sicherheit einbauen. Und das ist ein bisschen die Botschaft. Wenn wir über IT reden, dann haben wir über IT-Sicherheit die letzten 15 Jahre nichts gelernt. Das Einfachste ist, wenn Sie so ein Ding hier nehmen, tolles Smartphone, können Sie Android haben, da kriegen Sie Microsoft drauf. Und als nächstes müssen Sie wieder Virenschutz und Firewalls installieren. Die Frage dahinter ist, warum ist bis heute IT-Sicherheitsfunktionalität in dem Sinne kein Geschäftsmodell? IT-Sicherheit ist ein Geschäftsmodell für die Symantecs, McAfees, für die Firmen, die Kryptographie bauen. Aber das, was wir kaufen, ist wahnsinnig schwierig. Womit wir konfrontiert sind, ist bei diesem Thema, wir haben keine nationalen Grenzen beim Internet. Und wenn wir über IT-Sicherheit reden, dann haben wir immer das Problem, dass die Analogien nicht funktionieren. Wenn Sie das Auto nehmen, hat das Sicherheitsgurte, wir bezahlen eine Strafe, wenn wir uns nicht angurten, jedes Auto hat Airbags, ABS, alle möglichen Dinge. Und wenn Sie darüber nachdenken, warum das so ist, ist das alles staatliche Regulierung, nationale staatliche Regulierung. Wenn Sie an Flughäfen sind, zahlen wir mit dem Ticket für die Sicherheit am Flughafen. Es wird sogar ausgewiesen. Aber wenn wir einen Rechner bekommen und eine Infrastruktur haben, dann ist die Frage, wie können wir global etwas finden? Und das Problem ist, wenn Sie beispielsweise ein Botnetz haben, den Command- und Control-Server finden Sie halt nicht, weil der irgendwo in der rechtsfreien Zone ist. Das zweite Problem ist, wir haben nicht mal in Europa ein einheitliches Rechtssystem. Wir versuchen, das europäisch zu vereinheitlichen, aber Diskussionen, wie Sie jemanden nun wirklich am Ende der Kette polizeilich festnehmen und vor Gericht setzen wollen, ist schwierig. Und das Dritte, das ist so mein Eindruck, wir haben eine neue Währung im Internet, das sind unsere personenbezogene Daten. Weil die Frage in vielen Fällen ja ist, gibt es etwas umsonst? Und wenn wir dann in sozialen Netzwerken sind oder wenn wir irgendwo was anderes kaufen, dann wäre vielleicht mal die Idee, wenn schon ganz die sozialen Netzwerke unsere Daten benutzen, können sie mal dafür bezahlen, dass sie unsere Daten dann weitergeben. Also wir haben ein paar Herausforderungen, die Frage ist, wie gehen wir mit denen um? Insofern hat man dann 2003 sich entschieden, eine europäische Agentur, wir nennen das Agenturen, das sind aber juristisch, wie in Deutschland würden wir sagen, Behörden. Der einzige Vorteil ist, gegenüber, sage ich mal, Behörden in der Bundesrepublik, wir haben auf europäisch immer eine gute Mischung aus, ich sag mal, klassischen Beamten und Mitarbeitern der Privatwirtschaft. Weil wenn die schlecht bezahlen, gibt Auslandszulagen, das ist attraktiv. Das heißt also, wir haben viele qualifizierte Leute, die eben deine Erfahrung mitbringen, sowohl aus der Industrie als auch der Verwaltung, was es eben doch einfacher macht, dann in der Szene sich umzutun. 2004 ist das Gesetz dann in Kraft getreten. Wie gesagt, in Kreta, wir sind etwa 65 Experten. Sie können das als besten vielleicht so verstehen als eine Mischung aus Think Tank und Consulting-Unternehmen. Auf der einen Seite beschäftigen wir uns mit Themen, wo wir sagen, werde ich Ihnen hier zeigen,
was sind IT-Sicherheitsthemen heute, die man angehen soll? Oder wie kann man IT-Sicherheit hineinbringen? Und das andere ist, dass wir dann die Kommission und Mitgliedstaaten beraten, unterstützen, zum Teil auch in legislativen Prozessen. Und dass wir in einem Bereich, gebe ich in einem Beispiel, in die Mitgliedstaaten gehen und denen helfen, ihr IT-Sicherheitsniveau zu erhöhen. Wenn Sie das so sehen, dann müssen Sie einfach Revue passieren lassen. 20 Jahre ist der Mauerfall her. 2003 waren wir noch 15 Mitgliedstaaten. 2004 25, 2005 27. Das heißt, eine wahnsinnige Herausforderung, die früher auf der anderen Seite des Eisernen Zauns befindlichen Staaten in die Europäische Union integrieren. Das Interessante ist europäisch, wenn Sie irgendwo sitzen und haben dann einen typischen, ich sag mal, 55-jährigen Staatssekretär aus Deutschland neben einem 35-jährigen Minister aus Ungarn sitzen. Woran liegt das? Weil die einen Generationenwechsel haben. Und das Problem ist für dieses Geschäft IT-Sicherheit, dass sie dann auf einmal mit Institutionen zusammenarbeiten, die auf der anderen Seite des Zaunes früher waren. So, das heißt, wenn Sie über IT-Sicherheit reden, haben wir ein klassisches hohes Niveau. Deutschland, Frankreich, England, alle diese Staaten, die auch Kryptographie entwickeln. Und dann haben Sie einfach ein Gefälle bis zu anderen Staaten, die das erst aufbauen müssen. Also wir brauchen nicht Deutschland zu helfen bei der IT-Sicherheit, aber Zypern, Malta, Ungarn, Bulgarien und anderen. So, also das ist etwas, der letzte Punkt. Wir sind, glaube ich, insofern einmalige Institutionen, weil wir genau diese Brücke zwischen Privatwirtschaft und Regierungsinstitutionen wunderbar überbrücken können, weil wir eben aufgrund unserer Mitarbeiterstruktur beide Seiten verstehen. Es ist zum Beispiel in der Telekommunikationsbranche manchmal schwierig zu verstehen, warum in diesem harten Wettbewerb, wo die geringen Margen klein sind, man Kooperationen eingehen sollten. Das ist einfach so. So, wenn wir uns dann anschauen, zur Information, ich kann das mittlerweile auswendig, muss Ihnen aber sagen, als ich vor 2,5 Jahren dahin kam, wusste ich das auch nicht. Aber man kann sich das einfach merken in diesen Zeiten. 500 Millionen Einwohner, 27 Mitgliedstaaten, 23 Sprachen. Und das, was Sie in Deutschland kennen, ist sicherlich das Innenministerium. Dort gibt es Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, BSI im Geschäftsbereich. Europäisch sieht das etwas ähnlich aus. Die Kommissare können Sie mit Ministern vergleichen. Und es gibt dann eben die Frau Kroes, die zuständig ist für die digitale Agenda. Malmström ist innere Sicherheit, entspricht etwa dem, was unser Innenminister macht. Redding entspricht etwa dem Justizministerium. Herrn Sefcovic habe ich hier aufgeschrieben, weil er auch im Rang eines Kommissars für alle internen Dienste der Kommission zuständig ist, also Human Resources, der Chief Information Officer ist da, die IT und andere. Und was wir dann eben haben, ist europäisch die Agenturen. Die Agenturen sind, sagen wir ganz ehrlich, das Tolle ist, die sind unabhängig. Also wir können sagen, was wir wollen und keiner kann uns Weisungen geben. Das ist anders als in Deutschland bei den Behördenleitern, die hängen am Weisungsstrang des Ministers. So, das heißt also, wir können wirklich sagen, denn wir sagen, das ist unsere Meinung. Der Regelungsmechanismus ist ein anderer, wir brauchen auch Geld für unser Budget. Das kriegen wir dann doch wieder, wenn nicht zustande über die Kommission. Wenn Sie hier dann schauen, wir haben dann Europol, kennt jemand, das Äquivalent zum BKA und andere Agenturen, die sich mit verschiedenen Themen da beschäftigen. So, das gibt den Eindruck der Aufstellung. So, was machen wir, wenn wir über IT-Sicherheit reden? Und da gebe ich jetzt ein paar Beispiele. Wenn Cloud Computing so als Hype vor 2 Jahren begann, 2009, 2010, dann ist die Frage, wie bekommt man sowas wie IT-Security by Design oder Privacy by Design hinein und wie kann man auch Mechanismen finden, dass man den Unternehmen oder den Behörden, die in die Cloud gehen wollen, Hilfestellung geben will. So, das heißt also, wir haben dann angefangen, 2009, 2010 die ersten Papiere zu schreiben und das Ziel ist eben zu sagen, wie kann ich auf der einen Seite Vertrauen gewinnen, das transparent zu machen. Und wie kann ich am Ende auch sowas haben wie Server-Level-Agreements, dass jemand dann sagen kann, ich habe nun ein Unternehmen und möchte das tun. Was bedeutet das?
Wir haben auch Veröffentlichungen gemacht, was sind Vorteile, Nachteile, was sind Risiken, damit man eben weiß, worauf es ankommt. Wir haben ein Risk Assessment gemacht. Risk Assessment ist etwas, wo wir von ENISA eigentlich uns damit beschäftigt haben, zu sagen, wenn Sie das klassische Risk Assessment oder Risikobegriff aus der Versicherungswirtschaft kennen, dann ist das einfach Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenhöhe. Da tut die Versicherungswirtschaft mit leicht, weil die kann sagen, was kostet ein Auto, was kostet ein Haus, wie oft passiert das, und dann werden Prämien berechnet. So, nur mal als Beispiel, was hätte die iranische Regierung bezahlen müssen, um ihre Zentrifugen gegen Stuxnet zu versichern? Das ist halt unser Problem. Wir kriegen in dieser Branche keine Stückzahlen hin oder wir haben keine Daten, um das zu tun. Und das Zweite ist etwas, dass die Frage ist, wie will ich das denn bewerten? Also wie will ich das bewerten, wenn ich sage, ich mache das Beispiel mal andersherum. Wenn Sie ein Haus bauen wollen und wollen einen Kredit haben, da sind zwei Banken und die eine Bank sagt, ich habe ein BSI-Zertifikat, du zahlst 5%, die andere Bank sagt, ich habe 4,5% für dich, aber kein BSI-Zertifikat. Wo holen Sie einen Kredit heute? Das heißt, sind Sie bereit dafür bezahlen? Und das gilt ja für den Prozess auch. Sie müssen ja irgendwie dann Mechanismen haben, das zu bewerten. Und da tun wir es halt schwer. Und mit dem Risk Assessment versuchen wir halt, neben diesen klassischen Faktoren auch sowas hineinzubringen. Beispielsweise, wenn Sie eine Firewall haben, wie kann man berechnen, dass sich der Sicherheitsgewinn für das Unternehmen monetär in Geld ausdrücken lässt? Und was ist das Risiko und welches Risiko minimiere ich dabei? Solche Fragestellungen stecken dann auch dahinter. Eine große Frage ist Private Cloud, Public Cloud, Governmental Cloud, da gibt es ja viele. In vielen Fällen ist Cloud Computing heute nichts anderes als vor 20, 30 Jahren Outsourcing. Und insofern ist dann die Frage, welches Label packe ich da drauf? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie heute hingehen und sagen, es gibt ein Unternehmen am Markt, das bietet Cloud Computing Services an für jeden von uns, dann können wir hingehen und sagen, okay, wir nehmen Dienst in Anspruch, können Sie alles darunter vorstellen, ob Sie jetzt sagen, Sie haben Disk Space, Sie haben irgendwo E-Mail-Adressen oder Sie haben irgendwelche anderen Anwendungen, je nachdem, wo Sie diese Layer dann haben, Infrastruktur, Middleware oder Anwendungen. Und dann beziehen Sie Dienstleister und bezahlen dafür. Wenn Sie zu einem Dienstleister hingehen, sind wir als Einzelne aber kaum in der Lage, irgendwelche Server-Levels-Agreement auszuhandeln. Der zweite Punkt ist, wenn Sie so eine Firma, ich nehme mal als Beispiel Microsoft, das ist am einfachsten, Microsoft bietet Office 365 an als Cloud-Services. Da kriegen Sie alle Office-Anwendungen. Wenn wir das machen, zahlen Sie da was im Monat und haben alles, was Sie früher auf Ihrem Rechner hatten, dann in der Cloud in Microsoft. Die Frage erstens ist, wo ist das? Die zweite ist dann, gut, dann machen Sie das mit einem speziellen Service-Agreement, dann ist das in Europa unter europäischem Recht, in Dublin oder in Amsterdam, weil da die beiden großen Microsoft-Rechenzentren sind. Und der dritte Punkt ist dann, wie stellen Sie sicher, dass Microsoft nach dem Patriot Amerikaner, gilt für alle amerikanischen Unternehmen, Daten nicht an die USA gibt, an die Sicherheitsbehörden? Oder wer sagt Ihnen, wenn es ein anderer Anbieter ist, dass der das nicht in der Supply Chain outgesourced hat und die Dienstleistungen, die Sie vom Cloud Computing Provider kriegen, dann auf einmal nicht mehr in Deutschland sind, dann in Estland sind, dann in der Ukraine sind und dann in China sind? Das macht ja nichts, wenn Sie wissen, was Sie tun, sage ich immer. Wenn Sie eine Werbeagentur sind oder eine Zeitung, mag Ihnen egal sein, ob die chinesischen Geheimdienste Ihre Nachrichten am Tag vorher kennen. Aber wenn Sie ein Automobilunternehmen sind oder ein Zulieferer, Ihre Patente schützen wollen, dann sollten Sie vielleicht den Cloud Computing Provider besser aussuchen. Und wir wollen ja auch nicht, dass unser Finanzministerium, die Finanzämter, unsere Steuersoftware, nehmen wir Elster, ist ja bekannt, outsourced an den Cloud Computing Provider und alle meine Steuerdaten irgendwo in Alaska landen. So, also wir erwarten von unserer Regierung, dass sie das auch ordentlich macht. Und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns dann und ein Report von uns im Governmental Clouds, wo dann die Frage ist, wie kann ich das dann für deutsche Anwendungen, deutscher Behörden in Deutschland machen? Und wie kann ich das sicherstellen? Das Problem ist nur, das Argument, was Sie haben, über Cloud Computing Skalierbarkeit hinzubekommen und im Prinzip weltweit Ressourcen zur Verfügung haben, haben Sie bei der Governmental Cloud ja nicht mehr.
Und wenn es dann ein dedizierter Anbieter ist, der ein Cloud Computing als Governmental Cloud verkauft, ist das am Ende nichts weiter als Outsourcing und die Skalierungseffekte sind dann eben nicht mehr da. So, wenn Sie unsere Papiere anschauen, dann sind das so typische Dinge, die dann Empfehlungen geben, was man machen sollte. Und das ist einfach nur ein Ausdruck daraus für den praktischen Empfehler. Das heißt also, die Stadt München könnte hingehen und sagen, wenn ich Cloud Computing mache, unseren Report nehmen und die Checkliste durch. Was anderes, was wir uns beschäftigt haben, ist generell mit dem Thema soziale Netzwerke. Das ist auf der einen Seite eine Herausforderung, die kennen Sie alle aus der Diskussion, wie gehe ich damit um, was bedeutet private Sphäre, personenbezogene Daten etc. Muss mal gucken, wie das Durchschnittsalter jetzt hier ist. Ich sehe das an meinen Söhnen, die gerade studieren. Ich sage mal gerne, ich bin noch mit dem Volkszählungsurteil sozialisiert worden, 84. Manchmal ist das Gefühl, dass unsere Generation versucht, die Generation der 20-Jährigen zu retten, mit dem Sinne, ihr wisst nicht, was ihr tut. Die andere Perspektive wäre zu sagen, vielleicht müssen wir lernen, dass die Welt sich ändert. Und die Frage ist, wo ist die Wahrheit dazwischen? Das Interessante ist, Sie kennen doch alle bei Facebook diese Timeline. So, also im Prinzip lebenslang, unser Paper war früher veröffentlicht, ja. Wir haben das früher veröffentlicht, als Facebook diese Idee veröffentlicht hat, ja. Also es geht einfach darum, was bedeutet das, wenn man in sozialen Netzwerken seine Informationen sein Leben lang da hat. Wenn Sie unseren Report lesen, dann sind da natürlich Vor- und Nachteile drin. Ich will nicht im Einzelnen darauf reingehen. Die Frage ist halt an der Stelle, wie gehe ich damit um? Wie kann ich mir bewusst werden? Und wie kann ich dann Sicherheitsmechanismen schaffen, dass ich das am Ende kontrollieren kann? Das ist sicherlich eine schwierige Frage. Wir als ENISA sind beratend auch in dem Prozess für den europäischen Datenschutzbeauftragten involviert. Kommissarin Reding, die Sie vorhin gesehen haben, hat ja vor kurzem eine Richtlinie zur Diskussion gestellt, das europäische Datenschutzrecht zu vereinheitlichen. Und der europäische Datenschutzbeauftragte, derjenige wie der Datenschutzbeauftragte hier auch in der Bundesrepublik, der Herr Schaar, der das Ganze europäisch dann begutachten soll. Die Frage in all diesen Dingen, ob das jetzt Cloud Computing war oder auch hier, das steht da oben im zweiter Punkt, Loss of Control Autonomy, ist ein Punkt, der sich durch diese neuen Technologien hindurchzieht, ist die Frage, verliere ich als Anwender, ob das als Individuum, ich als Person bin, als Nutzer oder als Unternehmen, Kontrolle. Das heißt, es ist etwas, das, ob das jetzt Cloud Computing ist und auch Facebook oder diese Plattformen bezeichnen sich ja auch als Cloud Computing Services oder ob es soziale Netzwerke sind, dann ist ja immer die Frage, das, was ich früher als Unternehmen tun musste oder als einzelner Nutzer tun musste, gebe ich jetzt jemandem anderen. Das Argument auf der einen Seite ist dann immer zu sagen, das erhöht den Sicherheitsgewinn, weil ein mittelständisches Unternehmen oder ein Ingenieurbüro kann sich halt keine IT-Abteilung leisten. Also ist das ein Sicherheitsgewinn, wenn die das nicht alleine vor sich hinschrauben, sondern wenn die einen Service Provider nehmen. Oder wenn ich soziale Netzwerke, ich meine, da kommt ja, das ist das Interessante, heute keiner mehr drum rum. Es gibt interessante Diskussionen. Ich habe eine Podiumsdiskussion vor kurzem erlebt, da war der Titel über soziale Netzwerke, das waren Unternehmens-CIO, die darüber diskutiert haben, nicht ob das zu machen ist, sondern einfach nur, wie das zu machen ist. Und auch die Frage, wie man solche Technologien im Unternehmen dann einsetzt, als unternehmensinterne Social Network Plattform. Aber nochmal zurück, die Frage ist immer, welche Kontrolle habe ich? Weil ich auf der einen Seite eben großen Anbietern in meisten Fällen gegenüberstehe, wo ich als Unternehmen kaum Möglichkeit habe, Service Levels Agreements oder andere Nutzerbedingungen auszuhandeln. Und insofern sind das Dinge, die dann doch manchmal Bedenken verursachen, wenn man dann sagt, weiß ich, was mit meinen Prozessen oder Daten, die ich dann dort in der Cloud oder im sozialen Netzwerk habe, passiert. Und was bedeutet das am Ende, wenn es schief geht?
Weil die Frage ist ja oft, damit beschäftigen sich auch viele zu wenig, was passiert denn, wenn es schief geht? Wenn Informationen irgendwo in falsche Hände gerät oder wenn ich kompromittierende Informationen habe oder was normalerweise eben nicht abgebildet war, auf einmal dann da ist und dann weiter verbreitet wird, dann kann ich meine Reputation im Internet ja nicht wieder unbedingt leicht wiederherstellen. So, das heißt also, der Unterschied, den wir dann betrachten, ist, was bedeutet das für Regierungen? Denken Sie an WikiLeaks. Gut, das hat jetzt vielleicht einen Hintergrund, aber das zeigt einfach, was es bedeutet, wenn Informationen, die heute verfügbar sind, digital einfach in andere Hände bekommen. Ich sage andere, weil falsch will ich da nicht unbedingt sagen. Companies, das heißt also, wie gehen Unternehmen damit um? Weil das Unternehmen haben sie das Problem, sie sind ja für, als Geschäftsführung beispielsweise, für das Gut, die Assets, alles, was das Unternehmen hat, einschließlich der Mitarbeiter verantwortlich. Wie schaffen sie das? Und natürlich das als insgesamt soziale Frage, wie unsere Gesellschaft damit dann umgeht. Ein anderer Punkt, mit dem wir uns auch beschäftigt haben, ist Software Development. Das Problem ist manchmal, dass da mein persönliches Gefühl wirklich ist, da lernt die Branche überhaupt nichts. Ich halte ja an der Bundesuniversität von Zeit zu Zeit Vorlesungen über IT-Sicherheit und die Frage ist auch, da kommt immer irgendwo der Punkt Softwareentwicklung. Wie machen Sie Softwareentwicklung? Das eine ist eben, wann lernen Sie wo wie Softwareentwicklung und welche Möglichkeit haben Sie, Softwareentwicklung am Ende zu zertifizieren? Wenn Sie Common Criteria haben, dann fragen Sie sich mal, wie viele Leute machen Common Criteria? Und der zweite Punkt ist, wenn Sie ein Common Criteria Zertifikat haben, wer liest denn das Zertifikat, welches Security Target da drin war? Also das Ganze ist heute noch nicht immer so, wie es sein sollte. Auf der anderen Seite, was ich immer gerne zugestehe, ist, was ich selber erlebt habe, über die letzten 10 Jahre hat sich viel getan. Und auch große Firmen, wenn Sie da zurückdenken, vor 10 Jahren war ja Microsoft immer am Pranger in der Softwareentwicklung. Solche Firmen haben viel getan. Ich mache jetzt keine Reklame für Microsoft, aber Microsoft hat für den Softwareentwicklungsprozess eine ganze Menge für die Branche getan, weil sie das einfach schmerzhaft erlebt haben und weil sie den Druck von den Unternehmen vor 10 Jahren gespürt haben, um einfach bessere Software zu machen. Der zweite Punkt ist etwas Interessantes. Da glaube ich, dass unsere Branche anders ist als andere Branchen. Wenn Sie heute hingehen und Maschinenbau studieren, dann gehen Sie zu BMW, Audi, Mercedes und dann bauen Sie Autos. Heute noch, sagen wir mal, ohne die IT da drin, aber Autos und dann fährt Ihr Auto. Wenn Sie Softwareentwickler sind und morgen Ihren ersten Webshop in dem Unternehmen stolz draußen präsentieren, was passiert als erstes? Dass irgendein Hacker draußen, der versucht, Ihre Webshop zu kompromittieren und zu gucken, wie kann ich da reinkommen? Bei dem Maschinenbau kennen wir das nicht. Da sitzen höchstens Terroristen, aber ansonsten im Normalfall kommt keiner auf die Idee und guckt, wie kann ich das Auto hacken oder wie kann ich das Flugzeug hacken. Insofern sind das immer zwei Aspekte, wenn ich das so schwarz-weiß sage. Das eine ist, wann kommt das bei dem Auto oder bei dem Flugzeug, wenn die Entwicklung so weitergeht? Und auf der anderen Seite, wie bringen wir Studenten und Mitarbeiterunternehmen bei, qualitativ richtige Software zu bauen? Und manchmal ist das immer noch so, dass Leute, die Software von anderen weiterentwickeln sollen, früher gab es das Wort, Softwareentwickler sind Künstler. Ja? So, das heißt also, die Frage ist, wie kriegt man wirklich Prozesse so sauber hin mit Tools, dass das vernünftig läuft? Und wir haben uns explizit damit beschäftigt, mit dem Thema Smartphones-Applications, das Thema in den App-Stores. Ich weiß nicht, wie weit ihr das im Detail kennt, aber es hat hier jetzt schon einige Fälle gegeben, wo bei Apple beispielsweise eine Firma eine App angeboten hat, die erstmal das Adressverzeichnis ausgelesen hat und zu dem Entwickler zurückgespielt hat. Und wenn man fragt, warum, ach, alles nur Convenience und um den Nutzer zu unterstützen. So, aber wenn Sie mal schauen, selbst wenn
Apple in seinem Prozess, einen strikten Prozess hat, ob die Software gut ist, dann heißt das ja nicht, dass die Software an sich gut ist, weil die Funktionalität war ja wahrscheinlich gut programmiert. Die Frage ist ja, ist diese Funktionalität, Daten zu kopieren, ohne Einwilligung des Nutzers oder ohne Wissen des Nutzers, überhaupt eine Funktionalität, die sinnvollerweise rein darf, und wer kontrolliert das? Und der nächste Aspekt ist natürlich, das muss den Sicherheitsbehörden einfach graue Haare machen, es ist ja ganz einfach dran, über diese Spiele umsonst, anderen Sachen umsonst, Software mit Hintertüren anzubieten auf Webshops. Die laden wir uns runter. So, und keiner weiß, was dann passiert. Also von da ist die Frage natürlich, auf der einen Seite haben wir tolle Geschäftsmodelle. Wir wollen das Mobiltelefon nutzen. Wir wollen Neuigkeiten, Nachrichten darauf bekommen. Wir wollen damit Bezahlsysteme haben. Wir wollen das alles integrieren. Und am Ende wird also das Smartphone einfach das Gerät, was unser tägliches Leben dominiert. Wie viele von Ihnen sitzen hier? Und dann fragen Sie sich mal selber, machen Sie ein Backup von Ihren Daten? Machen Sie Updates von Ihrer Software? Wenn Ihr Mobiltelefon weg ist, hat das eine PIN-Sperre? Was passiert, wenn das Ding kompromittiert ist oder weg ist? Wie abhängig sind Sie davon? Und das immer noch mit der gleichen, sag ich mal, Denkweise, wie wir die letzten 20 Jahre mit Software und Hardware umgegangen sind. In unserem Report beschäftigen wir uns halt damit, Secure Development Guidelines for Apps. Wir beschäftigen uns damit, es gibt eine Liste von Top 10 Risks. Das heißt also, was sind die, wenn man da drauf schaut, der Punkt ist kein Hexenwerk. Es ist einfach etwas, dass man sagt, man setzt sich hin, schreibt das zusammen und wird sich dessen bewusst. Also der Begriff Awareness Raising ist eigentlich immer jemand dahinter zu sagen, denk drüber nach, was du tust und versuch das zu verbessern. Ein anderer Punkt, mit dem wir uns beschäftigt haben, nächstes Thema ist das Frontend, unser Browser. Weil, wenn Sie so in der Entwicklung der IT-Sicherheit den Zeitstrahl entlang gehen, am Anfang hatten wir Disketten, da musste man die verteilen. Stuxnet ist per USB-Stick verteilt worden. Es gab ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher diesen Virus Konfiker, der die deutsche und englische Armee peinlicherweise infiziert hat, ist auch über USB-Sticks verteilt worden. So, heute ist die einfachste Art und Weise zu infizieren Webseiten. Das kennen Sie wahrscheinlich technisch noch viel besser als ich, können Sie sich sofort vorstellen, alles Mögliche, was Sie da machen können. Und es ist im Prinzip immer noch, das meinte ich, wenn ich vorhin sage, was lernen Menschen, wenn sie Software entwickeln? Es ist eigentlich ein Unding, dass es heute Webseiten gibt, wo Eingabefelder nicht kontrolliert werden, wo Sie manchmal Sachen reinschreiben können, wo Sie sich wundern, was die Software hinterher macht. Ja? Also da fehlt es einfach wirklich an der Qualität. So, und dann, was wir hier gemacht haben, ist, dass wir den neuen Webstandard analysiert haben, der da in den Standardisierungsgremien analysiert wird, ein paar Themen herausgegriffen haben und einfach gesagt haben, wo sind Schwachstellen. Das Problem ist, dass in diesen Standardisierungsgremien über IT-Sicherheit immer hinterher nachgedacht wird. So, völlig anderes Beispiel nochmal als Klammersatz reingehängt. Ja. Wir benutzen alle Mobiltelefone und Mobiltelefone haben eine Verschlüsselung der Sprache von dem Mobiltelefon zur Basisstation. Das ist alles wunderbar. Wenn Sie da mal hier reingucken, historisch, das ist ein typisches Beispiel, wo Standardisierungsgremium den Kryptografie-Algorithmus entwickelt haben und ein paar Jahre später war er gebrochen. Warum? Weil es Leute gemacht haben, die davon nur halb Ahnung hatten. Und solche Beispiele ziehen sich durch die Branche hindurch. Das heißt also, wenn Sie hier reingucken in diese HTML5-Standards, was die Gremien da machen, unseren Report lesen, sind es einfach Dinge, wo man sich fragt, warum hat da keiner vorher drin gesessen, um daran mitzuarbeiten? Also insofern sind es unsere Empfehlungen zu verstehen. So, etwas anderes, was wir auch machen. Vergleich hinkt ein bisschen, wenn ich den mache, aber der macht deutlich, was wir damit meinen.
an. Üben, 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 um zu prüfen, dass das im Ernstfall funktioniert. So, wenn Sie ein Gebäude haben, dann macht man Sicherheitsübungen und testet mal, ob im Brandfall wirklich alle Mitarbeiter draußen wären. So, wer von Ihnen fährt nach Kreta in Urlaub? Kreta ist Erdbebengebiet. Und Kreta ist wirklich Erdbebengebiet, deswegen werden die Häuser nach einem bestimmten Standard da gebaut. Das, wir hatten erst vor kurzem einen auf der Skala, glaube ich, so um die 6. Da wachen Sie wirklich nachts auf und dann fällt Ihnen was vom Schrank runter. Das passiert, so viel wackelt das da. Das passiert vielleicht einmal im Jahr oder zwei Jahre, aber das gibt's. So, also müssen wir üben, was passiert, wenn das Erdbeben wirklich da ist am Tag, ob die Mitarbeiter auch rauskommen. Üben. Üben Sie in der IT? Als CEO habe ich immer davon geträumt, dass ich in ein Rechenzentrum gehe und meinem Rechenzentrumsleiter den Stecker rausziehe. Ja? Warum macht man das nicht? Weil man weiß, dass es dann nicht mehr funktioniert. Ja? Und dann macht man es doch nicht, weil so ein Bevorstand im Hintern sitzen würde. So, deswegen machen wir sogenannte Cyber-Exercises auf europäischer Ebene. Wer erinnert sich an Estonia 2007, Estland? Da war die Regierung einfach vom Netz. Etwas, wo Leute immer noch drüber nachdenken, wie das, sage ich mal, völkerrechtlich zu handhaben ist. Zwei Jahre später ist Russland in Georgien einmarschiert und hat parallel dazu auch die georgischen Webseiten vom Netz genommen. Und Georgien hat dann, weil es wusste, Estland hat Erfahrung, die estnische Regierung gefragt, ob sie ihnen helfen können, die Webseiten als Backup zu hosten. Wenn Sie das in der Community dort sehen, ist es interessant, weil Sie haben nämlich dann einen Angriff eines Nicht-NATO-Staates auf einen Angriff auf einen Nicht-NATO-Staat und ein Nicht-NATO-Staat fragt einen NATO-Staat um Unterstützung. Ja? Und so als Nebensatz, es weiß keiner heute, wie diese Internet-asymmetrischen Kriegsführung zu handhaben wären, weil es dafür nichts gibt. Alles, was wir NATO-Vienna-Konvention haben, deckt das alles nicht ab. So. Mit dieser Erfahrung, Estland, hat man in der Europäischen Union dann gesagt, wunderbar, wir haben doch ENISA, soll ENISA jetzt mal Krisenübungen machen. Wer kennt in Deutschland die Lükex-Übungen? Na, nur die Bundeswehr. Lükex? Ja, wissen Sie warum? Weil die Bundeswehr übt. Kann man geteilter Meinung drüber sein, aber die üben für den Ernstfall. Lükex ist etwas, ich weiß nicht, das muss vor 4, 5 Jahren gewesen sein, als in Westdeutschland, Münsterland und der Gegend die Strommasten, die Leitungen gebrochen sind, weil Eis drauf lag, Schnee drauf lag. Da war in Deutschland in manchen Dörfern eine Woche oder 14 Tage kein Strom. Das ist für uns ungewohnt. Aber die Frage ist immer in dieser Kette, Strom, IT, wann funktioniert unsere Gesellschaft nicht mehr, wann sind unsere kritischen Infrastrukturen betroffen? Und genau die Frage ist eben, das haben wir hier geübt, die Zahlen sollen einen Eindruck geben, wir haben in Athen ein Büro, für Besprechungen, da haben wir 3, 4 Mitarbeiter sitzen. Das haben wir sowieso, stellen Sie so einen War Room vor, wo in einem Raum wirklich aus allen 27 Mitgliedstaaten Mitarbeiter saßen. Und dann hatten wir eine Simulationssoftware. In dem anderen Raum saßen dann Mitarbeiter, die dann solche Fälle infiziert haben. Also zum Beispiel, Beispiele waren dann hier, wenn rot das Internet zwischen Portugal und Frankreich nicht mehr geht, weil es aus ist, welche anderen Sachen von Rerouting gibt es dann? Dann würden Sie sagen, das ist ja alles trivial. Das Problem ist europäisch, dass Sie in einer Krise heute nicht wissen, wen Sie anrufen müssen. Jetzt muss ich sagen, das war der Stand November 2010 für ganz Europa. Das Problem ist wirklich, in Deutschland sagen Sie, ja, wir haben das BSI doch, kein Problem. Und dann, das ist eine persönliche Erfahrung, Sie glauben gar nicht, wie gut wir in Deutschland aufgestellt sind. Sie kennen das technische Hilfswerk, wenn da eine Oderflut ist, dann sind die da. Wenn bei uns irgendwo ein Fall ist, deutsche Touristen entführt, dann gibt es das Lagezentrum im Bundeskanzleramt. Und wenn es eine Krise gäbe, dann wüsste man, wer im BSI was macht und wer im Innenministerium was macht. Das ist einfach definiert, da weiß jeder, wer wen anrufen muss. Aber die Erfahrung da war, Sie rufen dann an, im Mitgliedsland XYZ, und dann erwischen Sie mal, er sagt, bin ich zuständig. Oder Sie telefonieren mit einem eine halbe Stunde, er sagt dann, ja, aber helfen kann ich auch nicht. So, das heißt also, das ist nicht zu unterschätzen,
Ich sage das deshalb so, weil ich habe nämlich danach so Interviews gegeben. Dann kommen die Reporter immer und sagen dann, was passiert denn da, ja? Welchen Virus haben sie denn da simuliert? Das war gar nicht das Ziel. Das Ziel war eigentlich nur zu sagen, europäisch, wie kann man an der Stelle kommunizieren? Wir haben es dann jetzt im letzten November gemacht mit den USA. Man sieht daran, dass historisch eben Europa und USA sich immer noch am nächsten sind. Und die Idee ist etwas, wir haben zwei Szenarien simuliert. Das eine war, das hatten wir genannt als Stichwort Euroleaks, ohne Anlehnung an irgendwelche anderen bekannten Personen oder Verdächtigen. Und das andere, in der Energiewirtschaft, wenn flächendeckend irgendwo Windkraftwerke ausfallen würden. Dahinter war so die Idee, eine Art Stuxnet-Virus gegen kritische Infrastrukturen. Und die Frage war die gleiche, wenn das transatlantisch ist, was bedeutet das in der Zusammenarbeit zwischen Europa und USA? Wie kann man sich da helfen? Weil in USA ist das organisiert eben über das Department of Homeland Security und in Europa ist das Problem halt immer noch, dass wir individuelle Mitgliedstaaten haben und alle miteinander konkurrieren. Das heißt, wenn die Amerikaner fragen, Kissinger hat das, glaube ich, mal gesagt, was ist die Telefonnummer von Europa? Die Amerikaner sagen, wir brauchen Single Point of Contact, dann sagen wir, ENISA machen wir. Dann kommen die Mitgliedstaaten und sagen, wir sind aber auch noch da. Also da tun wir uns europäisch noch ein bisschen schwer. Das ist ein Bild derjenigen, die da waren. Das haben wir in Brüssel gemacht. Ungefähr Hälfte oder mindestens ein Drittel waren Amerikaner da. Abschließend noch ein Punkt, Computer Emergency Response Teams, wer kennt die? Kleine Werbung fürs BSI. Es gibt eine Seite www.bsifuerbürger.de. Da gibt es das Bürgerzert und da gibt es auch, da kann man Newsletter abonnieren. CERTs dienen dazu, dass sie im IT-Krisenfall für Regierungen eigentlich das Lagezentrum bilden. Solange keine Krise da ist, ist es ein Informationssammeln- und Informationsverteilungsmechanismus. Das heißt also, wenn sich das BSI-CERT als Regierungs-CERT in Bonn vorstellen, sitzen da Mitarbeiter, die beobachten halt das Internet den ganzen Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, nachts nicht so besonders, da ist eher Rufbereitschaft, aber im Prinzip immer erreichbar und die Idee ist einfach, wenn ein Sicherheitsvorfall ist, irgendwie, sagen wir ganz, ein IP-Bereich oder ein Unternehmensbereich oder sonst was, eine Null-of-Service-Attacke auf ein großes Unternehmen, wie kann man dann handeln? Es hat in der Vergangenheit eigentlich in den Null-of-Service-Attacken relativ gut funktioniert, weil man dann schon aus so einem CERT mit verschiedenen Providern reden kann und dann gucken kann, wie kann man so ein Problem lösen. Das andere ist halt Warnungen. Das kennen Sie aber auch von anderen Tickern, wo gesagt wird, das ist ein neuer Virus, das ist irgendwas anderes, darauf sollte man achten, etc. So, unsere Aufgabe ist es halt von ENISA, allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu helfen, dass jedes ein Regierungszert hat. Die letzten drei machen wir gerade, das ist Malta, Irland und Ungarn. Ungarn sind wir fast fertig. So, das heißt, da gehen Mitarbeiter von ENISA hin, Best Practice und zeigen, wie man das denn machen soll. Also das ist so etwas, wo wir dann in die Mitgliedstaaten gehen und denen dann helfen. Ich muss Sie ganz kurz fragen, wann haben wir angefangen? 10 Minuten. Da müssen wir 10 Minuten durch, wenn wir noch Fragen haben. Wir machen Workshops. Interessanter Aspekt, wenn da steht Cybercrime, ist, das ist auch etwas, was ich vorher nicht wusste, bevor ich zur EU ging. In Deutschland haben sie das BSI und das Bundeskriminalamt. Und wenn sie dann irgendwo in Deutschland einen Fall haben, dass das BSI etwas mitbekommt über ein Botnetz und das über das CERT erfährt, dann kann man das zur Anzeige bringen und dann kümmert sich das Bundeskriminalamt oder die lokale Polizei dazu. Während meiner Zeit gab es einen Fall, wo dann, ich finde es am Ende tragisch, wenn ich Ihnen das erzähle, hat die Polizei wirklich in Deutschland auf dem Land an der Tür geklopft und hat dann gesagt der Familie, ihr Rechner ist Teil eines Botnets. So. Das Problem ist, dass das dann
Sohn oder Tochter der Familie war, die blindlings rumgesurft hat, sich irgendein Trojaner runtergeladen hat und als Teil des Botnets fungierte. So, aber das ist ein Problem von Awareness. Aber das Problem ist, wollen Sie jetzt wirklich den Vater oder die Mutter da bestrafen? Natürlich können Sie die bestrafen. Natürlich haben die falsch gehandelt. Aber ist das fair gegenüber dem, der dann wirklich das ganze Botnet betreibt? Also persönlich finde ich solche Situationen, wenn man sie miterlebt, immer schwierig. Wenn man das hier auf dieses Thema Cybercrime nimmt, dann ist das same Problem gewesen bis 2009. Sagt jemand im Lissabon-Vertrag was? 2009, seit 2009 gibt es den Lissabon-Vertrag. Und was wir eigentlich als Bürger kaum wissen, ist, welche Macht mit dem Lissabon-Vertrag wir an Brüssel abgegeben haben. Einfaches Beispiel, was Sie vorhin sahen, Kommissarin Kroes auf dem Bild mit Napolitani, der Chefin vom Homeland Security Office, da redet die Ministerin mit einer amerikanischen Ministerin bildlich von der Hierarchie. Und wenn sich dann der europäische Präsident mit dem amerikanischen Präsident trifft, treffen sich zwei Präsidenten. Und das ist für manche Mitgliedsländer schwer mittlerweile zu verstehen, weil die Kommission nämlich aktives politisches Recht hat und damit Initiativen macht, nicht unbedingt jedem Mitgliedsland gefallen. Bedeutet aber auch, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, bis 2009 waren europäisch Europol und der europäische Binnenmarkt komplett getrennt juristisch. Das heißt, bis 2009 konnte ENISA nicht mit Europol zusammenarbeiten. Das war so wie zwei Länder. Das ist schwer verständlich, aber das ist ein juristisches Problem gewesen. Das heißt, seit 2009 versucht man jetzt auf europäischer Ebene Strukturen zu schaffen. Wie kann man zusammenarbeiten, wenn ENISA präventiv ist und Europol dann exekutiv ist? Und gerade wird darüber nachgedacht, ein sogenanntes Cybercrime Center bei Europol in Den Haag einzurichten. Sie kennen das vielleicht aus der Bundesrepublik. Wir haben, glaube ich, seit einem Jahr das Cyberabwehrzentrum zwischen BSI, Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt, wo die Idee dahinter ist, dass sie verschiedene Sicherheitsinformationen austauschen. Der Grund dahinter ist immer, dass von der Angreiferseite wir als Angegriffene nicht wissen, ist der Angriff nun organisierte Kriminalität, ist das irgendwie asymmetrische Kriegsführung oder ist das Spionage? Denken Sie an Stuxnet. Da weiß man das jedenfalls nicht genau, aber von der Absicht kann man das zumindest in diese Grauzone bringen. Aber für uns ist das ein Problem immer, dass so jemand, der in einem ZERT dann im BSI in Bonn sitzt, mit den Behörden und den Nachbarländern zusammenzuarbeiten und zu gucken, was steckt denn hinter dem Angriff. Weil wenn es nämlich in den meisten Fällen ist es sicherlich organisierte Kriminalität, dann geht es in die Zuständigkeit vom Bundeskriminalamt. Wenn es aber Spionage ist in der Regierung, dann geht es in die Verantwortung vom Bundesnachrichtendienst. So, wir machen gerade auch ein ZERT noch für die europäischen Institutionen. Da sehen Sie, wo wir stehen. Wir sind über 2011, 2012 und wir bauen gerade das ZERT für uns selber auf. Für die Kommission, für die Behörden, für die Europäische Zentralbank. Was ich Ihnen in die Folien reingetan habe, ist, dass meine Mitte, dass Sie davon was haben, zu den Themen die ganzen Links. Das heißt also, wenn Sie durch die Präsentation durchgehen und Interesse haben, sind Sie herzlich eingeladen, unsere Reports zu lesen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich möchte Ihnen erstmal herzlich danken für die Thematik, für die Vorstellung. Sie haben vorhin gesprochen, zum einen, dass es für viele Firmen bei der Softwareentwicklung kein wichtiger Punkt ist, auf IT-Sicherheit zu setzen. Ich denke, das ist eine der Besonderheiten, die gerade ja Plone auszeichnet und die Plone auch bei den großen Webseiten, die auch für Sicherheit Wert legen, CIA, FBI, Europäische Union, UN, Regierungen weltweit, die drauf setzen, dass das eines der Key-Sachen ist von Plone, dass wir genau auf das Wert machen. Deswegen. Ja, vielen Dank für die Bemerkung. Wenn das an manchen etwas holzschnittsartig war, dann natürlich auch zum Nachdenken. Was ich mir wirklich wünschen würde, auch für Sie, wenn die Kunden das respektieren, wenn die Kunden wirklich mitnehmen und sagen,
das, was in anderen Fällen, in der Autoindustrie, gibt es ja Image. Diese Automarke steht für Qualität und die eher nicht. Und wenn, oder aus dem Land haben wir mehr Qualität als aus dem Land. Und wenn dann genauso jemand sagen würde, ich entscheide mich für dieses Produkt, weil ich weiß, da ist Sicherheit drin, soll nicht heißen, dass keiner Sicherheit macht, sonst wäre ein falsches Image, aber ich versuche einfach damit, die Diskussion aufrechtzuerhalten, weil in vielen Fällen halt wir noch nicht so weit sind und vielleicht sind wir es in 5 oder 10 Jahren da, wo Sie vielleicht heute schon sind. Dann danke ich nochmal. Darf ich ans Auditorium fragen? Gibt es Fragen? Ja, eine Frage. Sie sprachen ja über Virtualisierung und Cloud Computing. Ich persönlich bin der Meinung, sicherheitsrelevante Daten gehören nicht in die Cloud. Aber das ist meine persönliche Sicht der Dinge. Und Sie sprachen auch die Problematik der verschiedenen Rechtsräume an, dass eben, was weiß ich, Täter und Opfer in verschiedenen Ländern und verschiedenen Rechtsräumen sich bewegen, die Problematik, die damit zusammenhängt. Frage an Sie als Vertreter des BSI, ist das nicht eine Idee oder wird das vielleicht sogar schon gemacht, dass das BSI oder in Regie des BSI eigene Rechenzentren betrieben werden? Denn letztlich ist Cloud Computing nichts anderes als eine neue Art der Rechenzentren, des Rechenzentrumbetriebs. Danke. Wenn Sie das in Deutschland beim BSI betrachten, dann betreibt das BSI das niemals selber. Das macht in dem Verbund dann das Bundesverwaltungsamt oder es gibt in Nürnberg bei der Behörde, die sich mit Einwanderung Ausländern beschäftigt, auch ein großes Rechenzentrum. Also da ist die Bundesregierung eher dabei zu sagen, ich mache das intern mit den Rechenzentren. Das Problem ist, was Sie gerade sagten, ein anderes. Ich gebe Ihnen recht, sicherheitsrelevante Daten sollten da nicht hin. Das Problem ist aber, ich habe das selber erlebt, weil ich das damals selber mitgestalten durfte. Sie kennen heute T-Systems. Zurückblickend gibt es eine Firma Debis, die in T-Systems integriert wurde. Und Debis war die Firma, die entstanden ist vor etwa 20 Jahren im Outsourcing der Rechenzentren aus dem Daimler-Benz-Konzern und dem heutigen EADS-Konzern. Und da ist auch die Anwendungsentwicklung outgesourced worden. Was ich damals persönlich gelernt habe, sind 2 Dinge. Das eine ist, wenn ein Finanzvorstand kommt, der rechnet Ihnen nur vor, was es weniger kostet. Und der zweite Punkt ist, das ist der implizite Punkt, aber zitieren Sie mich so nicht, ist, das ist der einfachste Weg, sich Personals in Tarifstrukturen zu entledigen. Und das sind unternehmerische Ansätze, warum ich outsource. Und der Finanzvorstand denkt nicht, oder der Personalvorstand denkt nicht darüber nach, ob da sensible Daten Ihres High-Tech-Konzerns sind. Und die Frage ist heute, wie kriegen Sie das aus der nächsten Hierarchieebene als IT-Verantwortlicher den Leuten vermittelt, dass genau, was Sie sagen, essentiell ist. Ja? Und das erleben Sie heute immer noch. Es gibt nur eine Branche, die da wirklich anders liegt, das ist die Versicherungsbranche, weil die Versicherungsbranche ihre Chief Information Office das oft auf Vorstandsebene hat, weil das für die Kerngeschäft ist. Und eine Versicherungsbranche ist wahrscheinlich die letzte, die es outsourced. Und das andere mit dem Cloud Computing stimme ich Ihnen zu. Die ENISA hat sich für Plon entschieden. Ja. Für die Homepage. Gibt es da eine Art Checklist, waren da andere drin? Ist sowas öffentlich zugänglich? Wäre eine gute Argumentation, jetzt so, wenn man wieder am Kunden mal sagt, Sicherheit ist wichtig. Eine europäische Institution, die sich mit Computersicherheit beschäftigt, hat sich aus den und jenen Gründen für Plon entschieden. Würde ich Ihnen gerne geben. Haben wir heute leider keine Möglichkeit mehr zu. Weil als wir das gemacht hatten, war der Entscheidung, ich glaube, ich so, war kurz bevor ich anfing, 2007 oder 2008, das zu entwickeln. Und wir haben dann einen Entwickler gehabt im Haus, der Plon-Spezialist war. So. Und dann war aber die Frage für uns, dass für uns die gleiche Frage, die aber aus einer anderen Richtung kommt, mit 65 Mitarbeitern, wie viel IT können Sie betreiben? Und deswegen haben wir uns entschieden, 2010, dass wir unser Webhosting und unser Plone Development and Maintenance outsourcen. Wir haben es dann ausgeschrieben. Das hat eine rumänische Firma dann gewonnen. Die hostet es und die macht auch die Plone-Programmierung. Wir hatten zwischenzeitlich, den Namen habe ich nur vergessen, eine Firma aus Deutschland, die auch Plone-Entwicklung gemacht hat. Und im Zuge dessen haben wir leider unsere Entwickler verloren an diese Dienstleister. Und insofern haben wir keinen mehr im Haus, der Ihnen wirklich das sagen könnte. Ja. Das ist
Also wir haben sicherlich damals gut durchdacht, aber ich muss dann sagen, wir haben einfach aus Ressourcengründen uns dafür entschieden, diese Dienstleistung extern zu machen. Und damit, muss ich leider gestehen, haben wir auch diese Information nicht mehr im Haus. Ne? Wir müssen unseren alten Entwickler anmelden und gucken, ob der das noch hat. Der arbeitet meines Wissens jetzt in Norwegen. Ich habe eine Frage, und zwar die Plone Community hat ja ungefähr das ähnliche Problem wie die Europäische Union. Es gibt keine Telefonnummer, die man anrufen kann von der Zentrale. Also es gibt bei Plone ein ähnliches Problem wie bei der EU. Es gibt keine Telefonnummer, die man anrufen kann und den Chef von Plone sprechen kann. Jetzt ist meine Frage, wie kann oder mit wem sollte die Plone Community sprechen, um dieses Thema Sicherheit in der Softwareentwicklung ein bisschen voranzubringen? Also ich meine, wir haben halt da gute Karten, und es wäre interessant, mit wo wir jetzt sozusagen auch als Python Softwareverband, ich meine, wir haben eine gewisse Organisationsstruktur hier in Deutschland, mit wem sollten wir mal reden? Wen sollte ich mal bei Ihnen anrufen in der ENISA? Also ich bin jemand, der immer E-Mails beantwortet. Irgendwann. Dann so, ich möchte Ihnen einfach nur ein Prinzip geben, was eine Möglichkeit wäre für alle von uns. Wir haben im Jahr ein Budget, nicht sehr groß, aber von etwa 1,5 Millionen, mit dem wir unsere Projekte mit externer Unterstützung erweitern. Also das heißt, es gibt verschiedene Modelle. Ein Modell ist beispielsweise, dass wenn Sie so einen Report nehmen und reinschauen, dann gibt es Reports, zum Beispiel beim Cloud Computing über das Risk Assessment, da stehen dann 15 Firmen und 15 Namen drin. Das heißt, an diesem Report haben wir als Projektleitung, wir sind verantwortlich für den Inhalt, mit diesen Firmen zusammen über ein Dreivierteljahr diesen Report erarbeitet. So, das Problem für uns ist nur immer in der Community, und da ist jeder gerne eingeladen, mal auf die Seite zu schauen, zu sagen, wer arbeitet mit. So, das heißt also, wenn Sie jetzt einfach sowas nehmen, dann hätten wir, wenn wir das jetzt vorher gemacht hätten, bei dem Report über App-Development genauso jemand aus der Plone-Community mit im Projekt haben können. Das heißt also, unser Problem ist einfach auch, sag mal, weil wer kannte ENISA vorher, wer schaut auf unsere ENISA-Website, wenn wir einen Call for Experts haben? Also wir haben einen Call for Experts, und es gibt also zwei Grundsätze. Das eine ist Call for Experts, das heißt, das ist das typische EU-Modell, Sie arbeiten für ein paar Tage, wir zahlen Tagessätze für ein paar Tage, wir erstatten die Reisekosten, und dann sind das immer manchmal eine Handvoll Experten, die dann wie bei der Europäischen Union auch bei uns, bei den Agenturen über einen Zeitraum arbeiten. Das andere ist, wir schreiben es aus, und dann sind Unternehmen, die so typischerweise Projekte zwischen, sagen wir mal, 50, 60, 90.000 Euro dann machen. Zum Beispiel unsere Botnet-Studie ist auch so entstanden, die hat ein Fraunhofer-Institut hier aus Deutschland gewonnen. Und diese beiden Modelle, was ich damit sagen will, ist, für uns ist immer die Frage, wer bei welchem Thema Interesse hat. Und wenn wir über Softwareentwicklung reden, wäre das natürlich eine Möglichkeit gewesen. Die kommt aber wieder. Da oben war noch eine... Wahrscheinlich ist die Frage schon zum Teil erledigt. Mir ging es genau um die Zusammensetzung der Mitarbeiter, weil Sie ganz am Anfang sagten, dass in etwa die Hälfte aus der Industrie kommt und gleichzeitig ENISA relativ unabhängig ist. Und in meinem Bild von der EU stellt sich dann ganz schnell die Frage, ja, wer ist die Industrie, wie wird die ausgewählt, ist das mehr als die übliche EU-Lobbybude? Ist das jetzt quasi schon abgedeckt, dass also die Mitarbeiter aus der Industrie immer über diese Call for Experts kommen, oder wie setzt sich das zusammen? Die Hälfte, also ich sag mal, die 30 Mitarbeiter müssen das in etwa sein, oder 32 Mitarbeiter? Wenn Sie mitmachen, lobbyen Sie auch. So. Und wenn das Lobbying konstruktiv in der Sache ist, ist es auch gut. Was, glaube ich, wirklich unser Vorteil ist, ist, wenn ich es einmal folgendermaßen mache, wenn wir Stellenausschreibungen haben, dann sind das Stellenausschreibungen, sagen wir im Zert-Bereich, wo wir jemanden mit der und der Erfahrung suchen, oder wir suchen jemanden für Awareness Raising oder Risk Management oder sonst was.
Und dann bewerben sich Leute, und das sind typischerweise aus der gesamten Union, so einer Größenordnung, immer, dass wir 100, 150 Bewerbungen kriegen. Also insofern eine gewisse Attraktivität einfach da ist, und daraus rekrutieren wir einfach aus dem Erfahrungsschatz, und das sind dann die Leute, die bei uns die Projekte leiten oder bestimmte Themen dann bearbeiten. Und der andere Punkt, den ich gerade versuchte zu erwähnen, ist, das ist natürlich schon spannend, wenn Sie zum Beispiel einen Cloud Computing Report nehmen, dann passiert es durchaus, dass wir das mit in so einem Projekt, über Projektsitzungen, Telefonkonferenzen, der Projektleiter am Ende dann da sitzt und sagt, hoppla, jetzt habe ich aber divergierende Meinungen. Das heißt also, wir haben schon den Anspruch für uns, so ähnlich wie Sie hier auch, wir wollen die Technik voranbringen. Also ich halte ganz bewusst immer mich aus diesem politischen Dschungel raus, das sollen andere machen, dass wir sagen, wir wollen IT-Sicherheit erhöhen. Und wenn Sie so ein Projekt machen, dann passiert das am Ende. Ich sage jetzt noch nicht, wer beim Cloud Computing Report hat eine Firma gesagt, gut, wir tragen das zwar im Prinzip mit, aber wir möchten doch nicht in der Liste drin stehen. Gibt es dann einfach, ja. Und wenn Sie so große Firmen nehmen, dann stellen Sie schon fest, dass die dann sagen, naja, nehmen Sie diese typischen amerikanischen Firmen von der Westküste, die sagen dann, ja, das muss erstmal unser Legal Department gehen. Dann sagen die, wenn das eine offizielle Position ist. Und dann dauert das schon eine Zeit lang, bis man eine Formulierung da findet. So, das heißt also, der Gewinn ist schon in dem Projekt Diskussion. Und insofern, glaube ich, haben wir schon im Sinne von Qualität den Anspruch, dass es im Diskurs entstanden ist. Natürlich, das würde ich in Klammern sagen, wenn Sie die Firmen lesen, sind die typischen der Branche am Ende doch. Aber es sind natürlich auch viele kleine dabei. Ja? Und es gibt auch, ich meine, das ist der Vorteil auch bei uns, wir haben Leute in den Projekten, die sagen wir mal, kleine Unternehmen haben, die als Freiberufler unterwegs sind und die auch mitarbeiten. So, das heißt also, es ist nicht unbedingt so, dass dann die Meinung eines großen Microsoft am Ende Bestand haben muss, weil das auch nur ein Beitrag in dem ganzen Projekt ist. Und auf der anderen Seite doch andere stehen und sagen, nee, das sind dann die Punkte, ja. Dann wollen wir Ihnen danken für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Wir wollen als Münchner Plone-User-Gruppe, die diese Konferenz organisieren, und im Namen der Plone-Community Ihnen insgesamt danken. Dazu wollen wir Ihnen einmal auch ein paar unserer kleinen Präsente. Swag heißt es bei uns. Das ist aber jetzt unter 30 Euro, sonst darf ich das nicht annehmen. Definitiv. Definitiv. 21,50 Euro. Ja, das finde ich toll. Das finde ich toll. Das gibt es auf Kreta nicht. Dankeschön.